In diesen einschlägigen Gruppen sind ja auch viele Vorarlberger und Vorarlbergerinnen aktiv. Wie schätzen Sie denn die gewaltbereite Corona-Leugner-Szene im Vorarlberg ein? Ich glaube, dass es auch in Vorarlberg große Probleme gibt. Also es gibt in Vorarlberg mehrere relativ große Gruppen also auf dem sozialen Netzwerk Telegram, wo sich einschlägige Personen versammeln. Und man sollte nicht vergessen, dass in Vorarlberg ja auch seit vielen Jahren schon eine einschlägig organisierte neonazistische Szene rund um das Terrornetzwerk Blood and Honor gibt, das auch in letzter Zeit wieder aktiv geworden ist. Also in Vorarlberg teilweise Waffenübungen, Schießübungen gibt. Das heißt, da ist auf jeden Fall ist geboten, auch von journalistischer Sicht, da sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu recherchieren. Es gibt auf keinen Fall eine Entwarnung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt im Herbst es wiederum losgeht mit neuen Aufmärschen. Es gibt eine enorme Radikalisierung in all diesen Gruppen bundesweit. Warum? Weil mit diesen absurden Verschwörungserzählungen, die da teilweise präsentiert werden, also über das Impfen würden Weltherrschaftsfantasien umgesetzt werden, da wird so eine Endzeitstimmung kreiert, so eine apokalyptische Stimmung, so quasi, du musst jetzt etwas tun gegen die Impfungen, du musst jetzt etwas tun gegen eine imaginierte neue Weltordnung und so weiter. Und immer wenn so Endzeitstimmungen präsentiert werden, dann ist natürlich sehr viel erlaubt, scheinbar in den Köpfen der Leute, sich dagegen zu wehren, dagegen was zu tun, dagegen aktiv zu werden. Und genau das bildet den rechtsterroristischen Bodensatz. Das heißt, leider muss man sagen, dass für den Herbst, für den Winter es möglich ist, dass wir da noch einmal eine weitere Radikalisierung, Militarisierung der weit rechten Corona-Leugnerinnen-Szene sehen werden. Mhm.